Recht herzlich willkommen zur 109. Folge von Avorion. So, da ist unsere Station. Wir sind letztes Mal gesprungen. Das bedeutet, auf der Karte werden wir sehen, dass unser Schiff hier unten noch ist. Und da werden wir jetzt mal gucken, Ölbohr Plattform Alpha ist da. Wir springen also da wieder hin zurück und versuchen nochmal den wegzuholen. Wir haben ja jetzt einen Neustart gehabt und so weiter und so fort. Und vielleicht liegt es ja irgendwie daran, dass da irgendwie ein Bug ist, der nach einem Neustart weg ist oder sowas. Gucken wir mal. Koordinaten zum NAV-Computer eingeben. Da müssen wir dann dahin springen. Sprungroute ist berechnet, aber wir können noch nicht springen, weil unsere Ladebalken noch nicht voll sind für den Sprung. 28 Sekunden. Kann es sein, dass es irgendwie länger ist wie sonst? Sonst waren das doch weniger Sekunden, oder? Vertue ich mich da? Der Hyperraumantrieb braucht noch ein bisschen, ne? Was steht hier oben? Das ist, dass wir zu schwach sind, ne? Und hier, okay, System braucht alle Energie. Ist auch klar, wir brauchen mehr als... Ja, sollten wir daran dran arbeiten, dass wir da noch mehr Energie kriegen. So, springen wir. Und dann gucken wir, ob der zu uns kommt. Da links ist er. Wo ist er jetzt wirklich? Da. Da kommt er schon. So. Und das hat er jetzt sozusagen nicht gepackt. Aber er weiß, dass er uns eskortieren soll. Können ja nochmal auf die Befehle gehen und können nochmal mich eskortieren aktualisieren. Wir können ja mal auch, notfalls machen wir das so, dass wir umsteigen und dann springen, aber das ist nicht mein Ziel. Wir können ja mal trotz alledem das Schiff betreten, was wir jetzt gerade getan haben. Und gucken mal gerade, der kann bis dahin springen. Tja. Voll ist er auch. Jetzt wählen wir den nochmal aus, gucken nochmal nach den Befehlen. Mich eskortieren. Hier ist ja richtig los was, ne? Und ja, er kann zwei da drunter. Also ich weiß nicht, ob er nur bis hierhin springen konnte. Das könnte natürlich sein, dass er nur bis dahin konnte. Aber es würde ja auch reichen, dass wir bis dahin dann springen. Und dann kann er uns vielleicht folgen, oder? Wo müssen wir hin? Da unten müssen wir irgendwo hin. Wo ist unser Sprungziel? Da ist unser Sprungziel. Und dann sind wir soweit. Springen wir mal. Und er ist gekommen. Da ist er. Wahrscheinlich ist die Sprungreichweite von ihm dann nicht hoch genug gewesen, dass wir da zufälligerweise, wenn wir hier sozusagen an die Ecke von unserem Sprung gegangen sind, dann konnte er nicht. Wenn wir mittig hier gegangen sind, dann konnte er vielleicht. Das war vielleicht unser Problem. Jetzt zur Ölplattform. Also wir sind sprungbereit. Auch noch nicht sprungbereit. Und er, kann man das hier sehen? Ja, bei ihm kann man das rechts den Balken hochlaufen sehen. Haben wir gerade gesehen, das Feature. Alles klar, dann können wir das auch sogar beobachten. Und er lädt schneller auf wie wir. Auch sehr interessant, ne? Okay, wir sind durchgesprungen. Jetzt sehen wir noch den Ladebildschirm jetzt. Okay, sind da und er ist auch da. Sehr cool. Gut, dann wissen wir das auch. Und dann kriegt er jetzt hier Befehle, die wir am besten wohl auf der Karte hier machen, ne? Trader 1 bekommt den Befehl zu handeln, aber er braucht ein Handelssystem. Aber das Handelssystem haben wir.
Das bedeutet, wir müssen hier raus, da raus, müssen da rein. Was haben wir denn? Den Detektor haben wir drin und er kriegt das Handelssystem. Das müsste also, wenn wir jetzt hier ihn auswählen und bauen. Ah, sorry, da habe ich jetzt was falsch. F muss ich drücken zum Bauen. Ja, da. Und dann kann ich ihn bebauen. Dann kann ich hier nicht das machen. Fällt mir gerade so ein, ne? Wir müssen ihn schon betreten, wohl. Wechseln wir da rein, ist ja kein Ding. Und dann P. Und dann hier hin. Und dann sind wir ja schon mit unserer Auswahl soweit, dass er das kriegen kann. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir ihm noch mitgeben. Ja, der Schildverstärker wäre für ihn wahrscheinlich das Beste, ne? Das brauchen wir alle nicht. Radar-Upgrade. Antriebs-Upgrade. Batterie-Upgrade. Ich glaube, wir geben ihm hier mal hier den Schildverstärker. Das ist für ihn, denke ich, mal ganz gut. Also Torpedos und Schüsse können nicht durchdringen. Erhaltbarkeit wird umgeleitet, um Schildmembran zu verstärken. Zeit bis Wiederaufladung nach Treffer ist erhöht. Das ist gut. Das Handelssystem brauchen wir, damit er das kann. Schildbooster. Da braucht er Energie für. Würde ich aber auch reinmachen. Leitet Energie direkt zu den Schilden um. Also das wäre ein totales defensives Gerät jetzt, ne? Wofür braucht man das? Zeigt Sektoren mit Blips auf der Karte. Ist die Frage, ob er das kann oder nicht kann. Oder was er damit kann. So, jetzt muss man mal gucken, wie seine Energie überhaupt dann läuft, ne? Wie wir da unten gerade sehen, läuft die gerade leer, glaube. Schild rüstet sich auf, Energie wird aber alle. Jetzt da oben müssten die Symbole kommen. Genau so ist es. Sagt er, ein Systemschiff braucht alle Energie. Das Schiff braucht mehr Energie als produziert. Jetzt ist die Frage, ob das da unten... Ne, das Schild lädt sich nicht voll. Okay. Das bedeutet, wir machen da was raus von. Jetzt ist die Frage, was das Entscheidende ist. Ich glaube das, ne, oder? Der Schildbooster. Kommt nicht hoch. Machen wir den Schildbooster gerade raus. Dann lädt es auf. Wenn ich den wieder reinbaue, ist das Schild wieder fast leer, sozusagen. Ne? Ja, sieht so aus. Wenn ich den reinbaue, funktioniert es dann noch? Und der verbraucht den auch. Also das bedeutet, wir brauchen mehr Generatoren, oder? Kurz bauen. B wie bauen. Was haben wir als Trinium? Haben wir nicht. Naonit haben wir. Das, der Generator ist der hier. Energiecontainer. Naonit-Generator. Ja, wie groß bauen wir die und wo bauen wir die hin? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, wir bauen mal hier erst so einen Gitterstein dahin. Und hängen die dann da unten noch mit dran, oder?
Wir hätten das vielleicht spiegeln können, ne? Machen wir auch. War die Z-Achse, ne? Ist tatsächlich die X-Achse. Machen wir da. Dann machen wir den. Kopieren den mal, glaube ich. Steuerung C drücken, ne? Und dann Steuerung V und wir haben die Größe davon. Gehen dann auf den Generator und hängen den da einfach dran. Dann sieht das so aus. So wie es aussieht, ist nichts rot geworden. Passt also. Baumodus verlassen. Und dann lädt das sich da unten auf jeden Fall schick schnell auf. Dann wieder ins P rein. Und dann kriegt er hier so einen Booster. Er lädt noch auf. Und der Booster geht noch zu. Und wie ist jetzt? Oh. Und jetzt sind hier schon mal so ein paar Leute gekommen. Piraten greifen den Sektor an. Gut. Das bedeutet, der ist jetzt eigentlich soweit fit. Ne? Wir hatten ja nichts mehr, was wir einbauen wollten, oder? Alles voll. Passt. Also der ist verteidigungsmäßig gut dran. Ne? Wir müssen jetzt wechseln. Und der kämpft schon, weil er irgendwo die Piraten um die Ecke hat, ne? So, 2, 3. Wir sind zu schwach für den Sektor, sagt man. Ist die Frage, was machen die Piraten? Die greifen den da an. Greifen die uns auch an? Hey, sind Piraten. Also in dem Moment, wo ich angegriffen hat, hat er mich auch angegriffen, ne? Kann das sein? So, Entfernung ist gut. Schild ist aktiv. Den sein Schild ist gleich down. Und wir machen jetzt richtig Schaden, oder wie ist das? Unser Schild ist auch gleich down. Und der geht gar nicht down, ne? So, jetzt müssen wir mal gerade weg, weil wir sonst zu viel Schaden kriegen. Würde ich mal sagen. Ja. Das ist unser Schiff hier, ne? Und was macht er? Ich habe jetzt gedacht, er greift ihn an, macht er aber nicht. Wir können jetzt nichts regenerieren hier, ne, oder? Das ist unser Schiff. Der ist wieder angegriffen. Oh, jetzt kann ich das nicht auswählen, oder? Ja. Schnellstens Befehle mich eskortieren, damit du da rauskommst, mein Guter. Weil das andere Schiff haben sie auch schon platt gemacht, wie man gerade sieht. Der kommt aber, ne, oder? Ja, er kommt. Langsam, aber sicher kommt er. Wenn er sich nicht bald beeilt, ist er hin. Unser Schild lädt sich auf. Oh. Nützt nix, ne? Wir müssen da hin.
So. Kriegen wir unser Schiff da jetzt auch weg noch? Das ist die Frage, ne? Da ist noch einer. Und das ist ein Einzelner, so wie das aussieht. Ich werde den mal besuchen. Ein Xotan-Speer. Wo ist mein Schiff jetzt wieder? Da unten noch. Das kommt aber noch zu mir, ne, oder? Ja. So, den müssen wir jetzt hier aber definitiv platt machen. Damit wir irgendwo auch einen Erfolg kriegen. Kanone, da ist die Kanone. Dann gehen wir doch mal auf die Kanone, oder? Jetzt ist er wehrlos. Oder? Nee, da hat er noch was. Jetzt ist Ruhe. Unser Schild ist wieder an. Wir sammeln die Waffe ein. Unser Schiff ist da. Und wir sollten weiter gucken, was wir mit denen da hinten machen. Aber ich denke mal, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.